Veranstaltung. Wir machen Werbung für unsere gute Erzeugung, für das königliche Gemüse. Die Standelfrau sagt mir natürlich, sie hat es sehr schwer hier am Viktualienmarkt, weil sie kann nicht so günstig hergehen wie andere, die ihn verschleudern. Aber hier an den Ständen ist der Nachweis, dass es schon aus der Spargel ist, mit der Verpackung. Was außen drunter steht, ist auch innen drin. Und das schreiben wir uns auf die Fahne. Sie kaufen hier die frischeste, die echte Schrobenhausener Ware. Wenn woanders ohne Auszeichnung was verkauft wird, dann soll der Verbraucher besser darauf achten. Und wir bemühen uns sehr, dass wir Qualität liefern und deswegen auch die Sortierung mit äußerster Genauigkeit durchführen und die Behandlung des Spargels. Schon beim Anbau wird darauf geachtet, dass die Bauern das richtig machen. Und heuer war eben das Wetter so, dass es zu schnell warm geworden ist und der Spargeltrieb ist fast explodiert. Nun darf ich Ihnen den Herrn Lorenz Stiftel vorstellen. Herr Stiftel, bitteschön. Herr Chef der Altstadtwirte. Stiftel, sag ein paar Worte. Erst einmal herzlichst grüß Gott und mich freut es natürlich, wir haben ja heuer ein gemeinsames Spargel anstechen, also die Innenstadtwirte oder Altstadtwirte mit Silvana liebt Spargel, so glaube ich heißt das Motto. Und wir freuen uns natürlich schon, wir Innenstadtwirte machen alle mit, wir sind 33 und haben natürlich uns auch gut vorbereitet und warten natürlich auf deinen Spargelanstich. Danke. Gerne. Herzlichen Dank an die Altstadtwirte, dass sie uns die Zusage gegeben haben, dass sie auch hier mitmachen. Und wir hoffen natürlich, dass besonders die Altstadtwirte schon mal auf den Spargel auf ihren Speisezettel haben. So, ein Vertreter aus dem Frankenland. Bitteschön. Ja, liebe Münchner, liebe Angereiste hier auf dem Platz. Ihr Spargel liebt Silvana, sagen wir jetzt. Und unsere Weinkönigin Selina hat einen Spruch für den Silvaner dabei. Wir sind offizielle Vertreter vom Fränkischen Weinverband und möchten den Münchnern hier auf dem Platz einen wunderbaren Silvaner, wir haben insgesamt 10 verschiedene Silvaner dabei, möchten wir den Silvaner kredenzen. Liebe Selina, sag mal ein paar Worte zu unserem wunderbaren Silvaner, wo wir in Franken anbauen. Liebe Gäste, auch von mir ein herzliches Willkommen. Es freut mich, dass ich heute hier in München dabei sein darf. Und Spargel liebt Silvana. Ich glaube, es ist zurzeit die beste Liebesverbindung, die man miteinander eingehen kann, wenn man frischen Spargel auf dem Teller hat und einen fränkischen Silvana dazu trinken darf. Silvana. Franken ist natürlich die Silvanerheimat seit 1659. Bei nirgendwo wie bei uns wächst der Silvana so gut. Egal wie er ausgebaut ist, er wird immer wieder hoch ausgezeichnet und es ist einfach unsere fränkische Rebsorte. Er vertritt unsere Idealität, unsere Mentalität und ich lade Sie ein, kommen Sie mal zu uns an den Stand, probieren Sie unseren fränkischen Silvaner, aber kommen Sie natürlich auch zu uns nach Franken, bereisen Sie Franken, auch bei uns gibt es Spargel und ich denke, eine bessere Verbindung kann es gar nicht geben. Viel Spaß! Gut, herzlichen Dank. So eine nette Vorstellung haben wir selten gehabt. Ich darf noch den Dank aussprechen, besonders ans Ministerium. Herr Hausl ist angeblich hier anwesend, da ist er. Und ein herzliches Dankeschön im Namen aller Spargelanbauer des Verbandes der Spargelerzeuger von Südbayern für Ihre besonders gute Mithilfe auf der Alp. Also, wen haben wir noch zum Vorstellen? Nein, der ist momentan aber unterwegs, die Kopfschöpfe. Weinprinzessin Miriam. Aha, wen haben wir sonst noch? Die Weinprinzessin Victoria. Ja, Donnerwetter, heute erschlagen Sie uns. Also, wir wünschen einen wunderschönen Abend heute hier in München, gell? Warte mal, München. Viktualienmarkt? Auf der Bauernmarktweile, Meile, das ist gut, das ist gut. Also, dann warten wir auf die Gordelschnäuzer.
Den Gäuseschnitzer gehen wir ein bisschen auf Zeiten. Josef, lass mal kurz stehen, damit die Königin alle nehmen. Die Königin jetzt alle so viel kriegen wir nicht mehr auf einen auf. Alle hier. Ja. Ja. Der Mann mit Bart kann auch noch dazu, Herr Gäuseschnitzer. Der bärtige, kommst du auch noch mal nach vor. Komm mal vor, komm mal vor. Nein, als Wanderscheidung. Wir sollten eigentlich uns umdrehen, in die andere Richtung fotografieren. Da hinten ist unser Stand. Dann macht das, dann machen wir es. Ja, gut. Ja, freilich. Kompanie Kehrt. Na, freilich, weil das ist ja da hinten. Kompanie Kehrt. Halt. Die Idee war eigentlich, dass wir die da vorstellen. Ja. So jetzt. Super. Die Damen näher, da? Sind wir näher. Super. Und her schauen. Also auf geht's. Sepp. So. Super. Entschuldigung. Und her schauen. Ja. Herr Marquardt. Frau Frank. Hallo. Frau Frank und Herr Marquardt. Wer ist der Herr Marquardt? Das ist der Herr Marquardt. Ah, haben Sie schon begrüßt? Wo ist die Frau Frank? Hallo. Hallo, servus. Ich bin heute in Stadt München. Richtig, genau. Ich bin so bedankt, dass wir da dürfen. Alle Jahre wieder. Ich bin ungefähr zum 45. Mal hier. Zum 45. Da kann ich nicht mit sein. Nein, da waren Sie noch nicht auf der Welt. Ja, also bin ich schon. Ich habe die erste Eröffnung mit Hans Eisenmann, mit Landwirtschaftsminister Hans Eisenmann gemacht. Da haben wir noch Haflinger. Eichspannerkenner hier in München und sind mit einem Geiweigerl, so nennt man das in Bayern, dann hier durch den Fiktarienmarkt gefahren. Also, wunderschön. Nichtsdestoweniger bauen sich jetzt die Gäuseschnäuzer auf. Foto machen wir dann mehrere beim Anstieg, wenn die Frau Schorer auch da ist. Dann, okay? Ihr beide macht miteinander.